Die Einsätze seiner Spezialeinheit sind oft sehr hart. Wer da bestehen will, muss körperlich topfit sein und mit dem Schlagstock umgehen können. Ich glaube, wenn nicht mehr gehen kannst, stopp. Fredo Kräft baute Anfang der 90er Jahre diese Spezialtruppe mit auf. Die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit Mecklenburg-Vorpommern, kurz BFE genannt. Sie ist immer dort zu finden, wo Randale droht. Zum ersten Mal lassen sich diese Polizisten von einem Fernsehteam in ihrem Alltag begleiten. Und der ist manchmal ganz unspektakulär. Polizeikommissarin Jana Westphal, einzige Frau unter 40 Männern, beschäftigt sich mit Urlaubsplänen, Einsatzplänen, Dienstplänen. Morgen steht allerdings ein Großeinsatz an. In Rostock gibt es das Nordderby der zweiten Bundesliga, FC St. Pauli gegen Hansa Rostock. Die Fans der beiden Clubs sind berüchtigt. Krankenwagen, Hubschrauber, alles wird aufgeboten, um die gewaltbereiten Fans voreinander zu schützen. Es handelt sich jetzt dort um drei Personen, die sich gegenseitig mit Baseballschlägern fotografieren. Ein klassischer Einsatz für die BFE. Fanbeobachter haben bereits gewarnt. Geimarkt, Personengruppe 20 bis 25, mal KB, Hansa Rostock. Für den ersten Polizeihauptkommissar Fredo Kräft und seine Männer ein eher gewohnter Wochenenddienst. Über das Internet verabreden sich die Chaoten schon vor dem Spiel zu Schlägereien. Ich denke mal, dass genügend Gewaltpotenzial da ist und ich hoffe, dass es friedlich ausgeht. Aber eher nicht. Die Polizei hat das Gelände um das Fußballstadion weiträumig abgeriegelt. Der Chef macht sich auf den Weg, um die St. Pauli-Fans zu beobachten. Da steht ihr gut. Zug ist da. Mit einem Sonderzug sind 2000 von ihnen aus Hamburg angereist. Am Ausgang werden sie aufgehalten und dann kommt die erste Lautsprecherdurchsage durch die Polizei. Und während der Lautsprecherdurchsage, wenn die dann geschehen ist, werden unsere Kräfte aufziehen und denen dann zeigen, hier geht's lang. So sieht das erstmal aus. Und dann lassen wir uns überraschen, ob das alles funktioniert. Die Stimmung heizt sich auf. Den Rostockern scheint es gelungen zu sein, die massiven Polizeisperren zu durchbrechen. Gegangen, hatten kurz Sichtkontakt gehabt. Es fliegen jetzt Steine und Flaschen hin und her. Bis jetzt noch keinen direkten Kontakt. Jana Westphal koordiniert aus der mobilen Befehlsstelle der Einheit die Aktionen ihrer Kollegen. Sie sammelt Informationen und leitet sie weiter. Fredo Kräfts Prognose scheint sich zu bestätigen. Es wird nicht friedlich werden und für die BFE ein langer Tag. So bestätigt von Akuna, Gewahrsamnahme. Die erste Gefahr ist gebannt. Die BFE hat die Steinewerfer gestellt, jenseits der Bahngleise in einer Seitenstraße. So, die Logistik alles hier vor Ort. Da, wo alles dicht ist. 3031, großen Gefangenentransport anfordern. Akuna von Akuna 30. Jeder der mutmaßlichen Täter wird von einem Videoteam der BFE gefilmt. Sie müssen in die Kamera ihren Namen sagen, die Adresse angeben. Wenn wir Videoaufzeichnungen machen oder nochmal auswerten, dann können wir sagen, okay, da ziehen wir eine Strafanzeige hinterher. Ansonsten allen Gewahrsam per Sammelliste, das heißt Durchsuchung, Ideeverstellung, Rinnenbus. Der mobile Knast kommt. Nochmals Untersuchungen. Immer wieder Videoaufnahmen. Es bleibt friedlich. Doch für die 50 Steinewerfer ist das Fußballspiel noch vor dem Anpfiff zu Ende. Also sie sind dann richtige Straftäter. Die gehen jetzt alle in Gewahrsam wegen schweren Landfriedensbruch. Und da wird ein Vorbeugegewahrsam bis zum Ende des Spiels. Und dann wird das gesamte Verfahren über ein Schnellverfahren abgewickelt. Ja. Ja, Entschuldigung.
Meine Frau. Ja, ja. Sie darf immer stören. Was hast du? Du, ich hab Stress. Puh. Kurz vor dem Schlusspfiff. Für die gewaltbereiten Fans und die Polizei ist das Spiel noch nicht vorbei. Verdeckte Ermittler sind im Einsatz. Die SKBs haben zum Ausdruck gebracht, dass beide Seiten unbedingt eine Auseinandersetzung suchen werden. Im Stadion und außerhalb des Stadions. Das heißt, die haben diese Trennung zu halten. Wenn die Rostocker gegen die St. Pauli anrennen, drängen wir sie weg. Ausrüstung nochmal in der Form vervollständigen. Komplettbestand. Und wenn es dann soweit ist, gibt es mein Go dazu. Die BFE und hunderte Polizisten sollen dafür sorgen, dass sich die Chaoten nicht zur Schlägerei treffen. Nervös, unnervös. Na ja, gut. Ich sag mal, ein Mittelding, ne? Ein bisschen nervös schon. Aber ich habe das schon zu oft gehört. Der Schlusspfiff im Stadion pfeift sozusagen die Krawalle außerhalb des Stadions an. Pauli-Fans haben im Windtunnel an der Südostseite Steine aufgenommen. Das habe ich jetzt. Wir brauchen jetzt eine Nachricht von der Befehlsstelle, was da abgeht. Zunächst verhindern Gitter das direkte Aufeinandertreffen der Rivalen. Aber dieser Schutz reicht nicht. Junge Scheiße, das habe ich mir alles besonders vorgestellt. Die BFE muss eingreifen, koordiniert von Jana Westphal. Ihr geht jetzt auf eine Treppe rauf und räumt mit die von der Treppe alle runter. Von ganz oben, alles runter. So, komm, Ballett hier, komm, jetzt, kein Spaß mehr, komm jetzt. Fredo Kräft versucht mit seinen Männern, die Fans zum Ausgang zu drängen. Dann fliegen die ersten Flaschen. Hier, langsamer hier, wir haben noch auch Hindernisse. Ja, dann Flasche und Steinbürger. Die Auseinandersetzungen haben sich auf die Straße verlagert. Alles klar. Kannst du mal sagen. Bis dann. Oh, ist massiver. Die BFE wechselt innerhalb von Minuten im Laufschritt ihren Einsatz auf. Vor der Polizeikette! Nur mit Wasserwerfern sind die Prügelpartner aus Rostock und Hamburg noch zu trennen. Gerade auf! Vorne. Was? Die putschen sich gerade auf vorne. Ja. Sonst müssen wir nochmal ansetzen. Ja, in der Mitte nochmal verdichten. Fredo Kräfts Truppe führt den Einsatz gegen die aufgeputschten Rostocker Fans. Und stopp, stehen bleiben. Jana Westphal bleibt trotz der sich überschreienden Informationen cool. Achtung, Flaschenwurf. Nun sind die Polizisten Zielscheiben für die Flaschenwürfe. Los, Thomas, die holen wir uns. Die Spezialeinheit drängt die Fans zurück und versucht, die Gewalttäter zu finden. Zwischenräume vergrößern, eine Gruppe rauslösen und die wegrollen. Hansa Schal, kurze Haare. Dabei helfen die Informationen der verdeckten Beobachter. Die werden über die Befehlsstelle weitergegeben. Raumgewinn. So können gezielt einzelne Chaoten aus dem Pulk der Fans herausgelöst und festgenommen werden. Ganz easy. Abfahrt. Ja, Hami. Eine Festnahme, Flaschenwerfer. Also, ganz relaxed. Rostock gegen Mitternacht. Die BFE war 11 Stunden im Einsatz. Es gab eine Festnahme und keine Verletzten. Die 50 Randalierer, die am Nachmittag festgenommen wurden, sind wieder auf freiem Fuß.